US Navy RP Flip. Obwohl diese Maschine optisch einem Schiff ähnelt, ist sie kein vollständiges Schiff und kann sich dementsprechend nicht selbst fortbewegen. Ihr Hauptzweck liegt in der Durchführung von Forschungsarbeiten im Ozean. Die Maschine hat keine eigene Kraftanlage, die für die Messinstrumente zum Hindernis werden könnte, und die Transportierung des Schiffes erfolgt durch einen Schlepper. Visuell stellt das Gerät einen Mix aus Schiff und U-Boot dar. Auf der Vorderseite befindet sich das klassische Gehäuse mit einem Überbau, einer langen Falltreppe und den Kranarmen. Die Länge des Überhauses beträgt 15 bis 17 Meter und weiter bis zum Heck 90 Meter. Das Gehäuse stellt eine Zylinderanlage ähnlich wie bei einem U-Boot dar. Im Inneren der Zylinderanlage mit veränderlichem Querschnitt befinden sich Räume für die Forschungsinstrumente sowie 10 Ballasttanker. Spannend ist, dass die Bezeichnung FLIP Floating Instrument Platform bedeutet. Gleichzeitig kann FLIP auch als Salto übersetzt werden, da das Schiff teilweise überschwemmbar ist und sich dabei auf 90 Grad drehen kann, sodass nur der 17 Meter hohe Überbau über Wasser bleibt. Da die Arbeitsschichten auf diesem Schiff mehrere Wochen lang dauern, wurden die Räume so eingerichtet, dass ein komfortables Leben am Schiff geführt werden kann. Zu unterschiedlichen Zeiten wurden am Schiff Forschungen zur Verbreitung von Erdbebenwellen im Ozean, zur Wechselwirkung von verschiedenen Wasserschichten sowie zum Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und der Oberfläche und vieles mehr durchgeführt. Tenco A200. Laut Herstellern arbeitet dieser individuelle Verpacker von Strohballen komplett automatisch und autonom. Die Maschine kann sowohl an den Traktor angeschlossen werden, als auch vom Stromversorgungsgerät arbeiten. Die Hauptfunktion dieses Gerätes ist die Vorbereitung der Strohballen für eine lange Lagerung und Transportierung. Spannend ist außerdem, dass durch die Verwendung des autonomen Stromversorgungsgerätes, das an der Maschine befestigt werden kann, kein zweiter Traktor mehr notwendig ist. Während des Einwickelns kann die Bedienungskraft die fertigen Ballen aufeinanderlegen oder neue Ballen vorbereiten. Das Steuerungssystem erlaubt einen 50 Meter Abstand vom Gerät, ohne dass dabei die Kontrolle darüber verloren geht. Screw-Propelled Vehicle. Dieses ungewöhnliche Gerät, das von der Vollgeländewagenfabrik in Nizhny Novgorod entwickelt wurde, stellt ein Geländefahrzeug dar, dessen Fortbewegung mithilfe eines Schneckenvortriebs ermöglicht wird. Diese Konstruktion des Vortriebs erfolgt mit zwei rostfesten archimedischen Schrauben, die aus superfestem Material hergestellt sind. Die Maschine hat eine tolle Geländefähigkeit bei Schmutz, Schnee oder Eis und eignet sich auch zur Fortbewegung am Wasser. Doch in dieser Ausstattung kann sie in keine großen Tiefen tauchen. Dabei ist dieses Geländefahrzeug nicht für die Verwendung in bewohnten Gebieten geeignet, da die massiven Stifte es verhindern, auf Asphalt oder Beton zu fahren. Interessant ist auch, dass durch die Maschine ein großer Umweltschaden entsteht, da er den Boden zerreißt und die Pflanzen zerstört. Deshalb wird sie nur in Notsituationen angewendet, zum Beispiel bei Rettungsaktionen unter schlechten Fahrbedingungen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt ca. 10 km/h. TCM 60. Die Schweizer Firma Matisa, die seit 1945 als Vorreiter bei der Mechanisierung von Straßenarbeiten gilt, spezialisiert sich auf die Herstellung von Gleismaschinen für den Bau, die Wartungs- und die Reparaturarbeiten von Eisenbahngleisen. Neben anderen Geräten, die dieses Unternehmen herstellt, gibt es sogenannte Schienenleger, zum Beispiel den Schienenlegerzug TCM 60. Das wichtigste Merkmal dieses Gerätes, das für den Bau von Eisenbahnen entwickelt wurde, ist der ununterbrochene Arbeitsprozess. Dies ist ein autonomer Komplex, der es ermöglicht, alle Arbeiten für den Zusammenbau und das Verlegen von Schienen und Schwellen direkt auf der Maschine durchzuführen. Diese Vielseitigkeit erleichtert und beschleunigt die Arbeit wesentlich und ermöglicht es, den Menschen so minimal wie möglich in den Prozess zu integrieren. Eine weitere Besonderheit dieser Maschine ist ihre Unabhängigkeit bei der Materiallieferung. Somit ist beim Bau von Eisenbahngleisen keine zusätzliche technische Ausrüstung erforderlich. Vitias. Um sich mit diesem Auto fortzubewegen, braucht man keine Straße, da es eine erhöhte Geländefähigkeit auch bei schweren Wetterbedingungen auf einem Boden mit niedriger Tragfähigkeit hat. Das Auto hat keine Schwierigkeiten im Sumpf, Neuschnee am Gelände oder Waldboden. Der Temperaturrahmen, bei dem das Auto problemlos funktioniert, liegt zwischen minus 50 und plus 40 Grad Celsius. Dieses Transportmittel hat keine Angst vor Wasser und kann dort eine Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h erreichen. Außerdem kann es ohne Vorbereitung ins Wasser und wieder herausgleiten, egal wie gut die Küste und der Boden präpariert sind. Des Weiteren ist das Auto fähig, Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,50 m zu bewältigen. Die Hersteller bezeichnen das Fahrzeug als das geländefähigste Auto weltweit, da es auch auf einer Raupe fahren kann. Außerdem zeichnet sich das Auto durch seine hohe Manövrierfähigkeit für dieses Gewicht, das 29 Tonnen beträgt, aus.
Auf der Erde kann das Geländefahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 37 km/h fahren und dabei Lasten transportieren, die sein Eigengewicht überschreiten. BRDM 2. Der Hauptvorteil dieses gepanzerten Fahrzeuges ist seine enorm hohe Geländefähigkeit. Alle Räder verfügen über ein Druckregulierungssystem, mit dem ihre Lage sowohl im Stand als auch während der Fahrt geändert werden kann. Neben dem Hauptallradgeräteträger befinden sich im Mittelteil zusätzliche ausfahrbare Räder, mit denen riesige Gräben überwunden werden können. Vor einem Hindernis werden sie hinuntergefahren und nachher mit Hilfe von 4 hydraulischen Aufzügen hochgezogen. Die 10 mm dicke Schutzverkleidung bietet Schutz vor Kleinwaffenschüssen, Splittern sowie Minen kleinen Kalibers. Außerdem verfügt das gepanzerte Fahrzeug im Heck über einen Wasserstrahlmotor, mit dem er über Wasser bis zu 10 km/h beschleunigen kann. In der Steuerungszentrale gibt es Beobachtungsgeräte, eine Radiostation, Navigationsgeräte sowie Sitze für den Kommandeur und den Fahrer. Im Kampfraum gibt es eine Maschinengewehrinstallation, eine Munition sowie hydraulische Aufzüge für zusätzliche Räder. Die Besatzung des Fahrzeuges besteht aus einem Fahrer, einem Kommandeur und 2 Spionen. Einer davon erfüllt die Pflichten des Schützen. Derzeit wird dieser Panzer für Geheimdienstformationen in über 50 Ländern verwendet. The Toyotires Ferret. Die Hersteller behaupten, diese Maschine hat keine Probleme unter allen Wetter- und Bodenbedingungen und eignet sich perfekt für das Fahren im Wald, in der Wüste und auch beim Durchqueren von Flüssen. Die Entwickler des Panzerwagens verwendeten als Grundlage das Auto des britischen Geheimdienstes aus 1959 und beschlossen, dieses zu modifizieren. Im Hinterteil wurde ein leistungsstarker Motor befestigt. Das Auto selbst bekam größere Räder mit speziellen Reifendecken, die für Geländefahrten entwickelt wurden. Die Reifen kennzeichneten sich durch eine erhöhte Geländefähigkeit und optimale Sicherheit aus und haben außerdem ein nettes, jedoch aggressives Design. 2 davon werden mithilfe von hydraulischen Motoren in Bewegung gesetzt, die von innen gesteuert werden. Statt eines Maschinengewehrs wurde am Auto eine Einrichtung mit einem Haken befestigt, der ans Zugseil angeschlossen ist. Außerdem wurden dem Fahrzeug verstärkte Stoßdämpfer verliehen. Eine spezielle Aufhängung ermöglicht diesem abgedateten Panzerwagen, das Gelände und jede Art von Hindernissen zu bewältigen. Paddle Boat. Hier kommt ein Prototyp des neuen Amphibienfahrzeugs, das ein originelles Raupenfahrzeug darstellt. Alle wichtigen Anlagen befinden sich im Inneren des Gehäuses. Im Vorderteil befindet sich die Kabine für die Besatzung mit allen notwendigen Instrumenten. An den Seiten sind große Raupen angebracht. Sie sind mit speziellen Blöcken aus Schaumstoff hergestellt, was die Schwimmfähigkeit dieses Fahrzeuges erhöht. Die Raupen ermöglichen es dem Amphibienfahrzeug, wortwörtlich am Wasser zu gleiten. Und obwohl die Maschine gegen andere Motorboote bei der Geschwindigkeit verliert, ist sie dennoch viel geländefähiger als ähnliche Modelle. Bei Bedarf kann diese Konstruktion auch eine 3 Meter hohe Wand erklimmen. Außerdem kann das Fahrzeug bis zu 200 Tonnen Last transportieren. M3 Amphibious Rig. Dieses deutsche Amphibienfahrzeug ist für die Überfahrt von Panzern und anderen Fahrzeugen durch Wasserbarrieren geeignet. Beim Abstieg ins Wasser kann sich die Amphibie automatisch mit Hilfe eines Systems von Schwimmern und eines hydraulischen Krans zusammenbauen. Auf diese Weise kann sie bei Bedarf sowohl als Brücke als auch als schwimmende Fähre dienen, die auch schwere gepanzerte Fahrzeuge mit bis zu 64 Tonnen aushält. Die Hauptladungsteile des Fahrzeugs bestehen aus Aluminium. An seinem Gehäuse befinden sich eine Kabine, ein hydraulischer Kran und ein Kontrollpost. Ebenso trägt das Fahrzeug einen 8-Zylinder Viertakt-Dieselmotor mit 360 PS, damit es sich am Land mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h und am Wasser mit bis zu 20 km/h fortbewegen kann. Die Maschine hat 2 große ausfahrbare Aluminiummechanismen, damit seine Schwimmfähigkeit erhöht wird. Darüber hinaus ist dieses Gerät mit einer gepanzerten Kabine, einer Klimaanlage und einer Reihe weiterer Verbesserungen ausgestattet. Neben Deutschland nutzen auch Ingenieure aus Großbritannien, Singapur, Taiwan und Brasilien dieses Amphibienfahrzeug. Fawn Trackway. Ein Sumpf stellt für viele Geländefahrzeuge ein großes Hindernis dar, doch nicht für dieses. Dieser einzigartige Rettungs-LKW legt nicht nur für sich, sondern auch für andere Fahrzeuge eine Straße an, wenn es notwendig ist. Das Fahrzeug transportiert eine Spule aus Aluminiumstoff, der sich im Hinterteil des LKWs befindet. Um eine temporäre Straße anzulegen, muss der Fahrer den LKW umdrehen, einen speziellen Mechanismus aktivieren, der wie eine Trommel aussieht, und auf den Rückwärtsgang umschalten. Danach wird die temporäre Straße nach dem Prinzip eines Rollteppichs ausgerollt. Wenn sich der befahrbare Teil am richtigen Platz befindet, können andere Autos am vorher unbefahrbaren Weg fahren. Die neue Straße ist 50 Meter lang und hält Autos mit einem Gewicht von 70 Tonnen aus. Sobald alle Autos die Straße durchgefahren sind, kann der LKW die temporäre Straße nun zusammenrollen und sich weiter bewegen.
Man muss anmerken, dass dieser LKW auch in teilweise überschwemmten Gegenden arbeiten kann, was ihn zum perfekten Rettungsfahrzeug für Extremsituationen wie Überschwemmungen und Bergrutschen